Oh, ich soll Myras Haus suchen. Oh, guck mal. Hier kann ich mich mit dem Typen unterhalten und mal das Pferd wieder ein bisschen abändern. Komm, sieh dir all meine Waren an. Oder mein Vöglein. Ernsthaft? Dann sieht er aus wie Walfa? Also ich fand, Dwalin fand ich ja schon nice, ne? Komm, wir nehmen mal Altswinder. Die sind hier alle verfügbar. Pass mal auf, wir machen das anders. Das haben sie ein bisschen doof gemacht. Ich gebe gerade mein Geld aus. Jetzt haben wir hier gefüllt alles, ja, Skins, muss man das ja sagen. Völlerei. Wir reiten auf Völlerei. Das heißt doch, das ist das nicht Lahmrei oder Jamrei eigentlich. Tenzendur. Provinzial. Wir nehmen mal Altswinder. Hast du dir auch alle meine Angebote angesehen? Nee, stimmt, eigentlich nicht. Eiskopf-Seeadler, ne? Sicher, dass du alles hast, was du wolltest? Ja. Die Radausbildung geht nämlich gar nicht mehr weiter, weil da habe ich schon alles Kann gemacht. Kann ich dir noch etwas anderes unterjubeln? Nein, mit Sicherheit nicht. Nun muss ich gehen. Auf bald. Das mit der Pfeile ist auch jetzt gerade so. Achso, mir fällt gerade ein. Wir machen mal Speichern. Weil, das habe ich nämlich länger schon wieder nicht gemacht. Und dann nehmen wir den Spielstand von dann. Mittlerweile habe ich mir das ja ein bisschen angewöhnt. Oh Gott, das sieht aus, ne? Überblicke das Land, Freundin. Ach, da ist da irgendwo. Ist das ein Schnellreiseziel? Oh, Glück gehabt. Okay, man sollte echt alles abreisen, reiten. Moment, da war was an dem Teil dran, ne? Wollen die dir aber umbringen jetzt? Oh, mit Fackeln. Was soll die Aufregung? Halt du dich da raus. In dem Haus ist eine Drude. Wir sind hier, um es niederzubrennen. Sie ist keine Drude. Sie ist Halfdans Heilerin. Das beweist es. Düstere Magie. Verschwindet hier. Sonst schlage ich euch blau. Klemmt. Ich muss auf die andere Seite. Ah, sehr gut. Ich glaube, das ist das allererste Mal, dass das hier so blau leuchtet. Oh. Meine Güte, du gehörst nicht zu denen. Du musst mir helfen zu entkommen. Können wir machen. Guck mal, Myra, ich habe da einen Weg schon mal frei gemacht. So. Erstmal lesen.
Die sind nicht ganz frisch da. Moira, wir müssen weg, bevor sie dein Haus in Brand stecken. Ich kann da nicht raus. Die werden mich ergreifen und lebendig verbrennen. Also, ich sehe zwei Auswege, aber beide haben ihre Gefahren. Tu, was du tun musst, nur beeil dich. Ich gebe mich in deine Hände. Du schreist ordentlich auf und fällst hin. Dann trage ich dich durch den Mob, als ob ich dich schwer verletzt hätte. Oh Gott im Himmel, hab Erbarmen. Ja, ist gut, ich tue es, was immer nötig ist. Dann überzeugen wir mal. Ja, sehen, ob der Mob mich jetzt verprügeln wird. Oh, ich muss ja erst... Ernsthaft, ich muss erst die... Erst die Dinger hier. Oh. Unglaublich. Jetzt tun wir so, als wenn wir verletzt sind, Leute. Sind sie fort? Dem Licht sei Dank. Ich würde das noch nicht behaupten. Hier sind wir sicher. Hab Dank, Eivor. Ich danke dir tausendmal. Und würdest du dein eigenes Gebräu trinken? Ja, sogar gerne. Tatsächlich tue ich das recht häufig, bevor ich es Halfdan gebe, um sicherzustellen, dass es nicht zu bitter ist. Wenn du sagst, dass es keine Heilung für Halfdans Leiden gibt, dann meinst du, dass sein Geist verwirrt ist, nicht wahr? Ich befürchte es. Dasselbe Übel befiel auch meine Mutter. Der Körper bricht zusammen und der Geist zerfällt mit der Zeit. Es ist schrecklich. Ich brauche deine Hilfe, Moira. Das Gebräu, das du für Halfdan mischst, was ist darin? Oh, das ist eine bunte Mischung. Lass mich überlegen. Lavendel, Rosmarin, Mädesüß, Schafgarbe. Beruhigende Kräuter. Nichts Ungewöhnliches. Ich sollte zu Halfdan zurückkehren. Er sagte, er wäre am Tempel der Brigantia. Sprich das ihm gegenüber nur sehr vorsichtig an, wenn überhaupt. Sehr gut. Also, und wir haben natürlich hier kein Point, ne? Also kein Schnellreisepoint. Das heißt, wir müssen mit dem Pferd hier rüber, über die Brücke und dann, ne? Und was sehe ich da oben? Meine Äuglein, ne? Er hier, ne? Der Eiferer. So, mein gefiederte Pferdchen. Wo reiten wir jetzt eigentlich hin? Ja, da wollte ich auch eigentlich gar nicht hin. Weil irgendwie habe ich wie immer die Abzweigung verpasst hier. So, dann einmal hier lang. Ich mag diesen Fotomod, ne? Mittlerweile ist das ja fast mehr als das Game, ey. Und dann hier lang. Und beim Tempel der Brigantia. Tempel der... Ich muss sehen, was du siehst. Irgendwo hier hockt er rum. Wer ist da? Halfdan, gut, dass ich dich hier finde. Ah, der Rattenlehrer kehrt zurück.
Und nun still, ich jage eine Gruppe von Verrätern, die sich in diesem Sumpf rumtreibt. Wer hat dir von den Abtrünnigen erzählt? Mein Speer. Er bat mich, zu ihm zu kommen, aber ich finde ihn nirgends. Sieh dich um. Sag mir, wenn du etwas gefunden hast. Eivor, such die Vorsprünge und Aussichtspunkte ab. Er könnte uns von oben beobachten. Olaf, sprich mit uns. Wo bist du? So, dann wollen wir mal anfangen, wa? Wir verfolgen jetzt erstmal den Weg hier. Oh, ich habe ihn gefunden. Aber er klammert sich ans Leben. Ich sollte ihn nach unten tragen. Den Opal haben wir hier auch noch. Haben wir hier noch was? Nee, ne? Ja, klar. Erstmal looten, bevor wir einem Verletzten helfen, beziehungsweise, ne? Ich meine, da merkt man, wie er schon die Prioritäten, würde ich sagen. Sprich, das Wichtige zuerst. Gold und Silber. Ich habe deinen Speer gefunden, doch seine Wunden sind tief. Der Hund schnuppert erstmal. Armer Olaf. Herrlich. Er wird mit Ehren begraben. Dafür sorge ich. Geh über die Brücke, alter Freund. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Jonton könnte die Angreifer aufspüren. Hol sie dir, Junge. Guter Junge, folge der Spur. Er meint daher, wa? Ich bin da mal gespannt. Schnüffle sie, Junge. Wir färben den Boden mit ihrem Blut. Also ich sag ja, dass Alfdan mittlerweile ein bisschen wahnsinnig wird. Oder ist, ehrlich gesagt. Wer sind diese Männer, die du des Verrats verdächtigst? Diebe, die meine Kriegsbeute gestohlen haben. Sie verlassen uns. Pretoria-Ruin. Die Spur endet, aber niemand ist hier. Ja. Dann machen wir erstmal das hier, ne? Haben wir noch was? Ach so, ich bin ja von da gekommen. Echt nice. Du kommst gar nicht mehr hinterher. Entweder bist du nur am Fotos machen oder du bist nur am, also ich zumindest mittlerweile, nur am Angucken. Na, guck mal, da unten ist eine Tür und da ist irgendwas Goldenes. Oben ist nichts weiter, kann nur noch hier sein. Hier, ein versteckter Eingang. Vielleicht sind sie ja da unten. Die Rohre sind geplatzt und haben den Tunnel überflutet. Selbst dieses alte römische Werk kann sich nicht dem eisigen Kuss der Wintergöttin widersetzen. Sieh dort. Die Rohre gehen durch die Wand. Könnte es dahinter noch Räume geben? Mit Sicherheit. So, erstmal das, dann die Fähigkeit mit dem Brandpulver. Das Lustige ist, ich kann jetzt in zwei Richtungen. Ach so.
in zwei Richtungen gehen. Aber ich muss erstmal da lang, weil das Ding kann ich nicht von innen bedienen. Von außen, so rum, Entschuldigung. Moment, wir finden einen Weg. Die Dinger nehme ich, das meine ich. Meine geliebten Ölfässer. Finde den Schlüssel, um die Tür zu öffnen. Okay. Finde diesen Schlüssel, um die Tür zu öffnen. Ich kann mir keine Fehler erlauben. Ernsthaft? Okay. Können wir das irgendwie noch gebrauchen? Ich habe das jetzt gerade nicht so. Ey, sorry. Ja, komm, machen wir so hier. Ach Mensch. Den Kasperkopf hier. Guck mal da, so. Bin ich gerade verwirrt oder bin ich gerade verwirrt? Hey, komm mal kurz her! Hilf, half dann einen Weg in die Kammer zu finden. Ja, würde ich ja gerne. Ach, pass mal auf, das wird dann jetzt bestimmt so laufen. Hier irgendwo noch was? Wie komme ich denn da ran an den Schlüssel? Kann ich das Ding doch bewegen? Ist alles dicht. Okay. Doch, ich kann ihn doch so schieben. Oh, die letzten konnte ich überhaupt nämlich nicht so bewegen. Hier ist doch was faul. Sollen ihm helfen? Bleiben. Hier ist doch was faul. Ja, hier ist wirklich was faul. Willst du mir jetzt erzählen, dass der da nicht runterkommt oder was? Hier ist auch gar kein Eingang, ne? Also die Tür müssen wir öffnen. Die können wir nur aufbrechen mit ihm, damit wir den Schlüssel haben. Und den Schlüssel, da muss ich irgendwie rankommen, aber da komme ich nicht ran, weil ich kann Eingang sehe und wo ich durchgeschwommen bin, auch nicht. Okay, hier ist auch nichts noch hinter versteckt. Alter, jetzt komme ich mir schon wieder beknackt vor. Warte mal, können wir das eigentlich? Vielleicht sollten wir erstmal das futtern.
Okay. Kann keine Fehler erlauben. Okay, man kann das Gift nicht mit Feuer. Wow, also muss ich irgendwie gucken. Herrlich. Jetzt willst du mir erzählen, du kommst. Ernsthaft? Oh mein Gott. Ich habe gedacht, der kommt hier nicht rein. Dabei ist er nur zu faul. Entschuldigung, die Ausdrucksweise. Da oben runterzukommen, Alter. Oh Mann. Die Römer verstanden ihr Handwerk. Diese Kammern sind weitläufig, hübsch anzusehen und mit Rohren bestückt. Sie wurden wahnsinnig und verschwanden, wie ihre Götter. So steht es in Moiras Büchern. Ah, hier, siehst du? Kriegsbeute, meine, mir gestohlen! Man setzt mir von allen Seiten zu, Eivor. Ränkeschmiede überall! So ergeht es, Königen und Jarls. Dein Reich ist groß und wohlhabend. Jeden Tag ändern meine Entscheidungen das Leben von Tausenden. Nur wenige könnten diese Bürde tragen. Doch ich tue es. Du hast Moira getroffen. Was hast du erfahren? Sie meint es gut. Ich glaube nicht, dass sie dich vergiften würde. Nicht mit Absicht. Sie sagte zudem, sie hätte deine Krankheit schon einmal gesehen. In ihrer eigenen Familie. Sie sei schleichend, doch unheilbar. Nein, nein, nein. Das ist keine Krankheit, sondern Gift. Irgendwie vergiftet mich jemand. Horch. Mhm. Das werden die Diebe sein, die meinen Schatz gestohlen haben. Hallo? Da ist. Wolfsmahl und Halfdan, seid gegrüßt. Kommt, füllt eure Bäuche mit Met. Ihr habt meinen Tribut gestohlen. Er gehört rechtmäßig mir. Er war für mich bestimmt. Wir haben nichts gestohlen. Faravid hat uns dies geschenkt. Für einen schweren Tag des Kämpfens. Und nahmt ihr meinen Speer, Olaf, mit in diesen Kampf? Euren Waffenbruder. Musste er auch für diesen Schatz sterben? Das war Olaf? Dieser Narr. Wir dachten, er wäre ein Dieb. Die einzigen Diebe hier sind die, die meinen Met saufen und mein Silber mit Spucke polieren. Ihr, Feiglinge und Verräter! Diese Beute steht uns zu, Jarl. Für gewonnene Schlachten und vergossenes Blut. Eivor, sag es ihm. Das ist Verrat. Und Verrat wird durch Tod bestraft. Faravid behandelte uns besser, als du es jemals tatest. Faravid ist ein Nichts. Und ihr seid noch weniger. Kopfnuss!
das funktioniert alles immer. Thor, führe meine Hand zum Ruhm. Du wirst Krähenfutter. Würdest lieber wegrennen, du Hasenfuß. Deine Zeit ist um. Zack, da war's erledigt. Oh. Vergib mir, ich. Unter diesen Fellen wird mir heiß. Die Tage werden wärmer. Du hast ein Treffen mit Faravid. Ist das richtig? So ist es, im Heidelager. Ich kenne den Ort. Die Stelle befindet sich zwischen Jofovik und Pitscheringer. Okay. Bedränge ihn, Eivor, so sehr es geht. Lass nie nach und bringe mir einen Beweis seines Verrats oder seiner Unschuld. Das kriegen wir hin. Diebe, kein Recht. Sie hatten kein Recht. Es gehört rechtmäßig mir. Ja, fahr wie die Ratte. Worte sind giftig. Okay. Ah, hier, komm. Das jetzt alles eingesammelt. Oh ja. Und da ist der Wow. Gut, dann haben wir jetzt noch 40 Pfeile, sag ich. Fähigkeiten. Haben wir hier was Neues gelernt, nämlich sogar schon die Stufe 2 von Giftpulverfalle. Sehr schön. Aber die. Oh, falscher Button natürlich. So, die Fähigkeiten. Gehen wir den Baum mal hier durch. Den haben wir, den da haben wir. Und da haben wir demnächst noch 4 Stück, dann haben wir den Baum komplett gemacht. Okay. Und das heißt, wir sind jetzt schon... Oh, warte mal, ich habe gar nicht eben hingeguckt. 310? 305. Okay.